Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben auf einer neuen Route und gegen diesen Trainer. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Oh yeah. Und ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass es jetzt Nacht geworden ist. Wir hatten ja in den letzten... Okay, bevor ich weiterrede. Der Sprite ist eigentlich echt cool. Oder was meint ihr? Also das Pikachu und das Kind, das aussieht wie so ein Pikachu, ist schon cool. Hat was. Egal, ich wollte nicht abschweifen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich spiele einfach mal random auf Nacht. Denn wir hatten ja zum Beispiel auch in der letzten Folge ein bisschen Probleme, ein bestimmtes Pokémon zu finden, da es eben nicht Nacht war. Aber ja. Ist das eine Beere? Ich wusste gar nicht, dass einfach so Trainer auch Beeren haben können. Also das ist ja so ein random Trainer, so nur noch 15 Trainer. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das auch einfach eine Beere haben kann. Aber okay, anscheinend kann er das. Und das war's. Okay. Warum muss es auf diese Weise enden? Ich weiß es nicht, mein Freund. Mein Pokémon kannte Attacken, von denen ich nicht wusste, dass es sie hat. Das war überaus erstaunlich. Okay. Oh, da ist direkt der Nächste. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Bist du das? Ich habe die besten Noten. Ich habe das beste Pokémon von allen. Soll ich es jetzt sehen? Mankey. Ist ein Kampf-Pokémon. Sehr aggressives Kampf-Pokémon. Ich hoffe, das macht mir keinen Ärger, weil es hat bestimmt irgendwas drauf, was effektiv gegen mich sein könnte. Und außerdem gibt es noch einen anderen Grund, warum ich auf Nacht spielen wollte. Warum ich jetzt extra so lange gewartet habe, bis ich auf Nacht aufnehme. Oh, ein Dickter. Ja, bleib einfach mal drin. Noch haben wir nichts gegen solche Pokémon. Müssen wir aber auch noch nicht haben. Müsste das eigentlich ordentlichen Damage machen. Yo, was? One Hit! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Vor allem Level 22 direkt. Cool. Oh yeah. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Natürlich. Ich strenge mich sehr an, damit ich der Star von meiner Klasse bin. Okay. Oh, hallo. Bist du ein Trainer? Hast du Lust zu einem Übungskampf? Klar. Warum nicht? Leute, falls ihr irgendwie Übung braucht... Oh, coole Pose. Falls ihr irgendwie Übung braucht, ne, mit irgendeinem Pokémon-Kampf, ey, ruft mich an auf meinem Poké-Skype, ne, Poké-Com, ne, ihr wisst Bescheid, dies, das. Ich helfe euch bei allem. Ich helfe euch bei Hausaufgaben, ich helfe euch bei Poké-Gaben, ihr wisst Bescheid, alles. So, Hauptspaß ist Geschichte. Meine nutzige Geschichte. Lassen wir das. Was? Zweites Hauptboss? Wenn er noch ein drittes Hauptboss hat, dann, ja. Ich muss halt tatsächlich sagen, früher mochte ich Hauptboss überhaupt nicht, aber jetzt mag ich es tatsächlich. Aber ich finde es sehr seltsam, wie sich die Weiterentwicklung von Hauptboss zu. Bisasam? Habe ich richtig gelesen? Das ist Bisasam? Was ist das? Ey, Leute, da bin ich! Was mache ich denn hier? Oh Gott, ich muss ihn besiegen, ne? Tut mir leid, Bro! Bye, bye, wir sehen uns! Yep. Naja, wie auch immer. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen! Oh. Blicke doch mal deine Pokémon! Du bist mir zu stark! Das ist keine Übung für mich! Ah, du bist ein starker Gegner! Willst du mir eine Telefonnummer geben? Oh. Also, klar. Episch. Jetzt haben wir schon zwei Freunde, Leute. Ist das nicht cool? So, und der Grund, warum ich es auf Nacht gestellt habe, ist wegen diesem Polizisten. Denn es gibt an manchen Routen Polizisten, die tauchen zwar immer auf, aber bekämpfen kann man sie erst in der Nacht, weil in der Nacht erkennen sie dich anscheinend nicht und denke, du wärst vielleicht böse. Wenn ich jetzt mit jemandem Tag geredet hätte, der wäre so, yo, Kid, was geht? Pass auf, könnten immer böse Leute rumlaufen, was auch immer. Keine Ahnung, was er sagt. Aber jetzt, wenn wir jetzt mit ihm reden. Wer ist da? Was ist dein Begehr? Hat sofort Angst und will gegen uns kämpfen. Die haben normalerweise einfach so Wachhunde, also Fukano größtenteils. Der Klaus hat... Ja, Fukano. Ja, ist halt ein Wachhund. Na gut.
Feuer gegen Feuer macht das so viel Sinn. Ich mache mir ruckzuck. Was sind wir Level 17? Ich wusste gar nicht, dass sie so stark sind. Oh, oh, Brilla, Brilla, nein, 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 nein. Ich wollte Togepi gar nicht leveln. Kannst du überhaupt irgendwas? Nein, du kannst dich mal angreifen. Hau ab, ey. Komm, Amphidusas rein. Ich mag das immer durchs Geräusch. Das ist süß. Komm, jetzt bin ich doch ein fairer Gegner gegen dich, oder? So, Donnerschock. Oh, er darf anfangen. Sehr schneller. Ja gut, dafür habe ich Donnerwelle. Geil. Okay. Ganz ehrlich, Leute, ich mache Donnerwelle und dann nochmal Donnerschock. Sicherheit. Musik ist cool. Aber warum erwähne ich das überhaupt? Ist doch offensichtlich nicht. Aber natürlich ist ein Hund schneller als ein Schaf. Weißt du, was ich mir da gedacht habe? So, Togepi erstmal. Ja, Level. Ist halt so. Ah, nur ein Level. Gut. Du bist ein starker, junger Gegner. Ja, heute scheint alles in Ordnung zu sein. Benimm dich und halte dich aus Schwierigkeiten heraus. Warte, kann man immer mit denen kämpfen? Weil das hat sich jetzt angehört wie der normale Satz von denen. Oh, der will auch noch kämpfen. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich dafür überzeugen? Weiß nicht, will ich das? Sag mal, Bodo. Bodo Camper. Oh! Anton! Anton! Oh Gott, da sollten wir auf jeden Fall zu Amphi wechseln. Auch wenn Amphi ein bisschen angeschlagen ist. Amphi ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen Anton. Anton ist nämlich Wasserpsycho. Genauso wie Flagmon. Nein, das... Mann, ich will immer auf schnell, schnell, zack, zack. Nee, und dann ganz unten ist die Dings-Attacke. Ach egal, komm, dann können wir zumindest schnell angreifen. Mache ich zumindest One-Hit? Ja, ich hätte auch One-Hit machen können. Naja, passiert. Ist schon okay. Besiegt. Meine Leistung war nicht gut genug. Vielleicht sollte ich eines meiner Pokémon in eine Pension bringen. Was soll ich tun? Hey, kann ich deine Nummer haben? Nö. Oh, okay. Ja, bin wohl kein heißes Mädchen. Tja, kann man nichts machen. Route 34. Dukatia City. Azalea City. Steinerchen halt. Irgendwo dazwischen. Alles klar. Ja. Das ist dann die Pension, wie ich schätze. Pension. Wir ziehen dein Pokémon für dich auf. Okay, hört sich sehr nett an. Guten Tag. Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich ein Pokémon aufziehen? Nein, danke. Komm wieder. Bitte. Okay. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Und ich merke gerade, dass ich den exakt gleichen Text wie mein Mann sage. Ach, willst du ein Pokémon auf? Nein. Komm bitte wieder. Okay. Kann man hier die Pokémon besuchen gehen? Kann das sein, dass es die einzige Pension ist, wo man die Pokémon besuchen kann? Ist ja voll cool, dass das geht. Naja, wie auch immer, wir kommen jetzt an in Dukatia City. Das ist übrigens meine Lieblingsstadt in dem Spiel. Deshalb freue ich mich, dass wir hier sind. Der Radioturm in Dukatia City ist ein Wahrzeichen. Zurzeit läuft gerade eine Werbekampagne. Sie können deinen Pokécom modifizieren, sodass er auch als Radio verwendet werden kann. Was? Ist ja cool. So, aber erstmal ins Pokémon Center, wir wollen uns natürlich heilen nach diesen anstrengenden Kämpfen. Und unsere Pokémon. Und der Togepi kann ja gerne bei Onix chillen. Paras wird erstmal noch bleiben, da wir, glaube ich, noch Zerschneider brauchen werden. Oder? Zur Sicherheit nehmen wir Zerschneider mal lieber mit. Man weiß ja nie. Ich weiß halt wirklich gerade nicht, ob man noch Zerschneider braucht oder nicht. So, Togepi, bye bye. Oh yeah. Ja, und Paras, wie gesagt, für Zerschneider lassen wir es erstmal drin. So, Togepi chillt jetzt ein bisschen mit Onix und wir reden mit den Leuten. Im oberen Stockwerk jedes Pokémon-Centers findest du das Kolosseum. Hier kannst du gegen Freunde antreten. Kampfergebnisse werden an der Wand ausgehängt.
Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Okay. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es gegeben mag. Vor 3 Jahren hat Professor Eich verlautbart, dass es 150 verschiedene Arten geben soll. 151, wenn ich bitten darf. Ein starkes Pokémon muss nicht zwingend gewinnen. Meist entscheidet der Vor- oder Nachteil des Typs. Ich glaube nicht, dass es ein Pokémon gibt, das allen anderen überlegen ist. Ich sag mal lieber nichts. Ups, das wollte ich gar nicht. So, was haben wir hier? Oh, ein Markt. Aber findet ihr nicht, dass der Markt ist ein bisschen größer als sonst? Das ist er auch, denn es ist ein, ja, was soll ich sagen? Wie nennt man das? Viele verschiedene Namen. Auf jeden Fall so eine Einkaufsmall. Mama ist sehr gut im Schnäppchen finden. Sie kauft ständig Waren unter dem Normalpreis. Okay. Ich freue mich, wenn wir heute schon wieder aufs Einkaufen. Achso, heute wieder aufs Einkaufen. Sorry. Ja. Das Kaufhaus bietet eine große Auswahl. Aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle. Wow, Spielhalle? Ist das denn jugendfrei? Willkommen im Kaufhaus von Lugardia City. Dankeschön, Dankeschön. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Und was haben wir hier? EG, Infoschalter. Wir können nach oben zu Geschoss 1, Trainermarkt, Geschoss 2, Kampfkollektion, 3 Arznei, 4 TM-Ecke, 5 Dachterrasse. Ja, gucken wir uns mal einfach um. Ich denke, die Arena machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich will heute ein bisschen näher gucken und gehen. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gewonnen. Jetzt ist es mein bester Partner. Cool. Dieses Kaufhaus zeigt mir, dass Ducatia City eine sehr große Stadt ist. Dieses Angebot ist unübertrefflich. Okay. Was, da kann man damit reden? Ja. Sehr viel Poké-Merchandise. Ah, das kennen wir schon. Okay. Was ist mit dem Ding? Ja, das gleiche. Alles klar. Der Pokécamp kann bis zu 10 Nummern speichern. Was? Nur 10? Ich hab gedacht, der speichert bis 15, 20. Nee, 15 nicht, aber bis 20 habe ich gedacht. Aber 10 ist ja nichts. Okay, Leute, wir haben schon mal 2 Freunde von 10. Im Remake kann man alle speichern. Gut, sollte man nicht unbedingt, weil dann wird man irgendwie alle... Ja, okay, man wird nicht so oft angerufen. Aber man wird trotzdem sehr oft angerufen, leider. Nee, Roma, ich nerv euch wahrscheinlich damit nur. Es ist schwer zu entscheiden, welche Nummer man behalten soll. Ja, wie böse es auch klingt. Willkommen, womit kann ich dienen? Pokebälle, bräuchte ich noch mal ein paar. Gib mal her. Dankeschön. Schrotbeleber. Pokepuppe, Blumenbrief. Ja, man kann. Pokémon können Briefe tragen. Wenn man die dann tradet, dann hat man halt einen Brief mit einem 4-Wörter-Text oder so. Also, das ist unnötig. Kann man vielleicht auch drucken? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Es gab irgendwo in den Optionen, glaube ich, so eine. Druck. So ein Druckding. Ja, wir können ja nebenbei mal speichern. Warum nicht? Let's go. Damit das auch mal sieht. So, was ich eigentlich machen wollte. Da. Drucken. Da. Weiß aber nicht, für was genau das ist. Ja, Super Tränke hört sich sehr gut an. Geh mal her. Feuerheiler. Warum Eisheiler? Das braucht man ganz spät im Spiel erst. Aber okay. Oh, Spoiler. Okay. Geschoss 2. Guten Tag. Hier ist Kevin Lauterbach. Ich bin wirklich ungeduldig. Im Kampf setze ich X-Tempo ein, um die Geschwindigkeit meiner Pokémon zu erhöhen. Hey, setzt du im Kampf X Spezial ein? Es ist toll, es verstärkt alle Spezialattacken. Nee, dann tue ich nicht. Willkommen, wo kann ich dienen? Okay, er verkauft halt die X-Sachen. Brauche ich nicht, benutze ich nicht. Oh, was gibt's, Tom? Mein guten Abend, ich bin's, Tom. Hast du eine Minute Zeit? Klar. Willst du kämpfen? Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 33. Bis später. Ja, nein. Keine Lust. So, nächster Schalter. Was gibt's hier? Oh, erhöht den Angriffswert, Verteidigungswert, Init,
Spezial. Moment, Spezial? Also beide? Also soweit ich weiß, ist es in Gen 2 so geändert worden, weil Gen 1 war ja Spezial ein einziger Wert. Aber in allen anderen Teilen, soweit ich weiß, sind das zwei Werte. Und wenn jetzt hier erhöht den Spezialwert, heißt das beide? Kapiel. Ja, die Dinger sind sehr teuer, aber dafür erhöhen ja jetzt dauerhaft eine der Stats. Kann also schon Sinn machen, wenn du so richtig buffen willst, aber habe ich keine Lust zu. Ist nicht so meins. Hey, ich mag starke Pokémon. Ich füttere sie mit Protein, um ihren Angriff zu verstärken. Ja, genau das meine ich. Eisen verstärkt die Verteidigung deiner Pokémon. Ja, ich weiß, das steht da. Manche Pokémon entwickeln sich nur durch Tausch. Ich kenne vier. Machoke, Kadabra, Alpollo und Georock. Ich hörte, es gibt noch weitere. Ja, soweit ich weiß, gibt es ein paar mehr. Das war ungefähr die Hälfte, glaube ich. Geheimgabe! Mit nur einem kleinen Beep erhältst du ein Geschenk. Okay. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Traumato? Möchtest du es gegen mein Macholo tauschen? Habe ich nicht, sorry. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Sorry. An Sonntagen kommt eine Dame, um sich Pokémon anzusehen. Sie verteilt sogar TMs. Boah, der ist ja krass. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt die Gefühle des Originaltrainers wider. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das bis heute so haben. So, was für... Elektroschlag. Ui. Können wir uns leisten? Oh, feuriger Schlag. Können wir das gleichzeitig leisten? Eisiger Schlag. Können wir das irgendwann benutzen? Ich glaube leider nicht. Gegner muss eventuell ausweichen. Haben wir doch schon. Das ist Kopfnuss, oder nicht? Wir haben... Hört sich nicht schlecht an alles. Ich werde es mir überlegen. Weil ich will jetzt nicht mein ganzes Geld verbrasseln. Noch nicht. Aber hört sich sehr verlockend an. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. Okay. Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Wow. Ein Automat. Hier ist das Angebot. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Sollte man sich tatsächlich mal gönnen. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich kaufe mir jetzt mal alles einmal. Ist gar nicht mal so schlecht. Also kann ich euch eigentlich empfehlen, die Dinger zu kaufen. Mehr gibt's hier nicht. Alles klar. Dann fahren wir mit dem Fahrstuhl, damit ich euch auch mal zeigen kann. So. Ich will zurück ins... Untergeschoss? Das schauen wir uns ein andermal an. Nein, das Spiel ist nicht abgestürzt. Abgestürzt, das war der Fahrstuhl. So, und bevor wir die zweite Folge jetzt hier beenden, gucken wir uns doch ein bisschen um. Während ich ja doch noch mal ein bisschen dunkler ist. Aber ich denke, das stört nicht. Ich meine, ich finde es auch cool, so eine Stadt im Dunkeln zu sehen. Man sieht ja die ganzen Häuser in... Und wie die so leuchten, also wie die Fenster leuchten, das ist schon sehr cool gemacht. Und ja, keine Ahnung, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, also die Stadt ist so groß, wo fang ich an? Dein Spielplatz, Ducatia City Spielhalle. Oh Gott, das wird so lange dauern, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Gut, ich hoffe, ich habe nächste Folge genug Zeit für... Naja. Arena-Leiter. Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Hier ist kein Item. Guten Tag. Wow, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er muss zum Pokémon-Center von Teak City aufbrechen. Teak City? Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Klar. Bam, 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 bam. Falls ihr euch erinnert, Bill ist der, der die PCs erstellt hat. Mein großer Bruder Bill hat das PC-Pokémon-Lagerungssystem erfunden. Ja, das habe ich gerade eben gesagt. Was ist das hier?
Untergrundeingang. Oh, stimmt. Ich glaube, das machen wir jetzt noch gar nicht. Nee, ich lasse das erstmal. Das ist für später. Mhm. Soweit ich weiß, ist das für später. Deshalb lasse ich das erstmal außen vor. Dukatia City, die festliche Stadt mit Opulen. Opulenten Charme. Ich wollte schon sagen, was ist denn Opul? Ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Oh. Tja, Leute. Mein Tipp an euch. Spielt nicht irgendwo in irgendwelchen Kellern von Kaufhäusern und lasst ein Like da. Das ist mein Tipp an euch. Lasst ein Like da und ein Abo. Sonst